guck mal, das sind auch kleine Aufgaben in der Map. Töte Schwarmmütter mit Feuerschaden, finde Umschläge. Das sind immer so diese Zusätze, die du mal hast. Wusste ich gar nicht. Aber die verfolge ich auch nie tatsächlich. Ja, ich glaube, die Sicht bleibt so, ne? Ja, guck mal, wird doch schon besser direkt. Achtung, dicke Klopse. Ich schieße von links. Direkt, ja. Ich höre doch was im Wasser. Ist, glaube ich, nicht so schlau, da reinzugehen, oder? Ne, ist ziemlich dumm. Finde ich auch. Vor uns ist das erste Sekret. Aber vor uns sind auch die ersten, was weiß ich, was das ist. Lass mich erstmal da hochgucken, weil von da oben kamen doch die Schüsse, ha? Wo oben? Von da hinten. Ihr kennt gar nicht, also aus diesem Dorf hier, oder? Ich bin immer sehr schlecht im Erkennen davon, woher die Schüsse kommen. Muss ich wohl leider gestehen. Einfach Ton lauter stellen. Beziehungsweise zu erkennen, mit was für einem Abstand die zu uns sind. Das erste Team löscht sie schon aus. Ja. Ich nähere mich dem hinbei, oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh kann nein. Ich dir was helfen? Hab sie. Alter. Da oben rumpelt's aber auch, gell? Es rumpelt gerade überall um uns herum. Das gefällt mir gar nicht mal so sehr. Stimmt, das kommt von sehr vielen Seiten. Achtung, da ist so ein Wurm auf hinter dir. Deswegen bin ich da auch schon reingelaufen. Gut, dann gehe ich woanders lang. Oh, das wird aber langsam nah, ne? Ja. Sehr gut, wird eine schnelle Runde. Ich hole mal den Hinweis. Also, hoffe ich. Mach mal, ich bin bei dir. Beeil dich, wir sollten hier weg. Ich lauf rein. Lieber irgendwo im Busch warten als im Dorf. Oh Gott. Brauchst du Hilfe? Nein, geht. Hä? Geht. War nur überfordert, dass da plötzlich ein Zombie drin war. Okay, wir haben ihn. Okay, dann würde ich sagen, seitlich hier raus. Machen wir. Aber von da aus kamen noch die Schüsse, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Und wir müssen halt eigentlich nach hinten, da wo die Schüsse herkommen, müssen wir eigentlich hin. Ja. Wir können uns ja mal hier ein bisschen am Zaun entlang drücken. Oh, hier ist natürlich offenes Feld. Ich bin mir noch nicht sicher, was da hinten. Hä, was ist denn das jetzt? Schätzt, das ist so ein kleines Event wohl auf dieser Map, was kurz sich alles zuzieht und man nichts mehr sieht so richtig. Hat das vielleicht auch was mit dem Monster zu tun? Möglich, es ist wohl irgendeine Spinne, wenn ich das richtig sehe. Spooky, spooky skeletons. Da ist irgendein Collectible. Was denn? Ist irgendeine Eigenschaft übernehmen kann. Stiller Killer. Ja, wenn ich jetzt doch wüsste, was das ist, ne?
Wir laufen halt gerade mitten im Feld, ne? Das ist eigentlich saudämlich. Ja, finde ich auch. Ich speed hier mal durch. Krähen links. Schüsse vor uns. Frage ist, wie weit ist das entfernt? Nicht mehr so arg weit. Ich fürchte auch. Davon sind aber auch die Hinweise. Seht denn, wenn man durch die Dinger da durchläuft, gar nichts. Nix? Okay. Gut zu wissen. Sollen wir in das Haus da rein? Erstmal? Meinst du, es ist safe da? Ich weiß nicht, ob niemand anderes. Das Pferd vorm Haus lebt auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann komm. Oh Gott. Oh Gott. Hast du es? Ja. Gut. Was ist mit dir? Bist du tot? Oh, guck mal. Oh, es hat keine Fenster oder was? Achtung vor die Türen. Hier lege ich Fallen. Mach mal. Und zwar vor zwei Stück. Einmal hier vor und da, wo wir herkamen. Wo kamen wir denn her? Ah. Da, ja. Das heißt, theoretisch könnten wir nur noch durch die Tür, wo du bist, durch. Wenn überhaupt einer hier rein will. Ja, bei dir noch. Ja. In der Ecke. Mhm. Ah ja. Ding ich. Aber ich höre nichts mehr, ne? Auch nicht mehr. Richtig, ist halt sau leise geworden plötzlich. Sind ja alle tot. Mich auch nicht wundern. Ich mache die Tür hier auf. Hello, motherfuckers. Zombie. Jetzt? Müssten wir eigentlich weitergehen, ne? Wieso brennt's da oben jetzt? Hat's da vorhin auch schon gebrannt? Ja. Wo ist denn der nächste Hinweis? Da vorne in dem Gebäudekomplex. Man sieht halt gar nichts. Hat Zombies denn auf der anderen Seite? Zombies links. Wetten, dass da das Monster drin ist? Ich brauch stark die Vermutung, ja. Erstmal kurz hören. Ob wir Schüsse hören oder was, oder? Ja, oder ob wir irgendwas wahrnehmen. Ich krieg gar nichts mehr mit gerade. Ich höre irgendwo Krähen, aber ich weiß nicht, ob das so normale Spielgeräusche sind. Hm. Und ein Pferd habe ich wiehern gehört. Von rechts hier? Wo bist denn du? Ach, da. Ja, so. Also hinter uns sind Krähen, aber ich glaube, die Krähen ganz normal. Ich höre Schüsse. Schüsse, ja. Ich glaube von diesem Hauskomplex, ne? Oder? Uesch. Dahinter, hätte ich gesagt.
Zombies links. Hier fühle ich mich halt überhaupt nicht sicher, ne? Nee. Zombie rechts, ich gehe mal rein. Ich glaube, es zieht sich wieder zu. Warum wird's hier so laut? Weil sich wahrscheinlich die Sicht wieder zuzieht. Ja, eigentlich top ist. Für uns gerade, ja. Oh Gott. Was? Ich habe ganz plötzlich ganz schnelle Schritte auf mich zukommen gehört und ich dachte, da rennt jetzt einer auf mich zu, aus warst du. Ah. So, wo ist denn das Geheimnis? Über uns, irgendwo. Lauf mal durch. Ah. Okay, aufpassen. Achte auf den Boden. Erstens, ich mach da, wo du herkommst, eine Falle hin. Aber die Kiste, da war nur noch eine einzige von diesen Bärenfallen drin. Normal sind da drei Stück drin. Boah, dann sind die locker oben auf dem Dach, du. Möglich. Geh mal hoch. Über die ganz normale Treppe da. Ich würde schon sagen, oder? Schwierig. Meinst du? Ja. Ich kann natürlich auch erstmal lauschen. Da hat ja jemand die Bärenfallen rausgenommen und dann da wahrscheinlich umplatziert. Wenn immer drei Stück drin sind. Bis was jetzt, waren das? Ich glaube, ich bin dagegen geknallt irgendwo. Was auch immer da ist. Aber ja, hier. Vielleicht ist auch diesmal nur eine drin gewesen. Es war halt bisher mal so, dass es drei Stück waren. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Draußen, glaube ich, Geräusche von unten oder sowas, ne? Also hier, wo wir jetzt gerade sind, können eigentlich nur noch von links und von oben welche kommen. Weil rechts ist eine Bärenfalle, das hören wir. Aber da draußen hört man doch was. Ja, war gar nichts für wieder Schritte. Dann probier mal zu hoch zu gehen. Oh, hier ist es doch gar nicht, oder? Was? Ich muss noch gucken, wo das Geheimnis. Ah, genau hier, okay. Boah, jetzt sind wir halt so auf dem Präsentierteller, ne? Geht's. Zwei von drei. Guck mal kurz auf die Karte. Okay, hier ist schon mal nicht der Boss. Der hat sich jetzt weiter nach links verzogen. Das Gebiet. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich doch alleine. Und zwar so in. Ja, genau, so ein bisschen weiter links. Da, wo du guckst. Können wir in die Richtung gehen? Ja, oder? Müssen wir wieder nach unten? Ja. Bam, 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 bam! Die Armee zieht. Pass auf die Bärenfalle auf, die du hingelegt hast, ne? Die ist hinter uns. Ja. Da lag ein Knarren. Hast gesehen, ja. Aber ich bin mit meinen beiden eigentlich recht zufrieden. Nee, hier ist dumm. Oh, nicht so ein Feuertyp, den mag ich nicht. Achtung. Müssen wir doch wohl hier durch. Oh Gott. Das ist nur Feueralarm. Ah, hier, Feuerwehr. Ja. Da oben ist eine Kopftussi, ne? Auf dem Balkon. Ich glaube, die erwische ich mit dem Abstand nicht. Ich hatte die ganze Zeit Geräusche, aber jetzt werde ich gerade richtig nervös hier.
Ja, die Stimmung ist auch echt krass auf der Karte. Was ist das? Irgendwo geht ein Monster ab. Oh, da drin, Achtung! Oh. Okay, ich hätte den jetzt heimlich mit dem Messer erledigt. Man schon wieder nichts hört von anderen Spielern, ne? Das ist unglaublich. Wahrscheinlich sind die alle schon tot. Was ist da? Ich glaube, ich höre aber Hunde oder sowas. Geräusch wird lauter, das heißt, zieht's wieder zu. Spezialmuni ist in der Kiste. Doch, da bellen Hunde. Und Schüsse rechts von uns. Nicht weit. Vor uns. Mhm. Wo auch die Hunde bellen. Ja. Müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Aber wir können ja nicht immer ängstlich sein. Ja, du bist lustig. Die Hunde bellen halt immer noch. Ich glaube, wenn die einmal aufgeschreckt werden, bellen die ganze Zeit. Bist du dir sicher? Ich glaub, hinter uns kommt jetzt keiner. Okay. Hoffe ich auch. Die halt gar nichts da hinten. Ich würde halt aufpassen, ne? Da vorne. Gefällt mir null mit den Hunden. Nee. Was ist denn das zwischendrin noch für ein Laut? Ich weiß es nicht. Sind das nur Hunde oder kriegt da noch jemand die ganze Zeit Schaden? Achtung, es wird hell. Ja. Und? Sieht man was? Die Hunde haben aufgehört. Die Hunde sind ruhig. Oder werden die allein unruhig durchs Dunkle? Oh, das kann natürlich auch sein. Dass das, alles losgeht. Das kann natürlich ganz gut sein, ja. Um noch mehr ein bisschen die Übersicht zu verlieren. Ich glaube, da laufen hinten dran aber auch Hunde frei rum, ja, rechts. Die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen. Gehen wir aber mal ein bisschen weiter. Aber die Schüsse waren halt real. Die waren real shit, ja. Vielleicht kommen wir hier irgendwo noch durch. War das eine Tür oder ein Hund? Ich höre gerade nur Hunde. Dieses. Kommt man hier durch? Hier kommt man durch. Ja, wenn da oben jetzt jemand aimt, dann sind wir auch fort. Egal von wo jemand aimt, sind wir fort, ja. Oh! Jetzt ist natürlich. Da müssen wir diesmal echt mal ein bisschen offensiver sein, oder? Wir können ja nicht jedes Mal das Gleiche machen. Nämlich gar nichts. So, alle haben jetzt erst 3 Runde gespielt oder 4. Ja, aber hier, ne? Und einmal waren wir voll offensiv und sind voll in die Bredouille mit den Monstern direkt gekommen. Zugriff! Wo ist denn das? Da hinten ist das.
Ich würde vielleicht gerne mal einen Kampf gegen die Spieler herausfordern. Um zu gucken, wie wir da abschließen. Weil jedes Mal. Mit dem Tod wahrscheinlich. Dann wissen wir schon mal, wie die anderen drauf sind. Weil jedes Mal uns nur anschleichen, in der Nähe bleiben, bis die fertig sind, ist ja auch irgendwie, wir geben denen eine Rückendeckung damit. Das kann natürlich sein, dass wir auch gerade von einem anderen Team verfolgt werden dafür. Das glaube ich eher weniger. Alle anderen Teams, falls es noch andere Teams gibt, wissen auch, seit wir es wissen, wo die anderen sich befinden. Und zwar hier vorne. In der Ziegelei. Mhm. Ich glaube, ich will vielleicht mal. Genau. Die Zombies lasse ich. Nächstes Mal so einen kleinen Ausblick verschaffen. Bleibe im Turm unten wahrscheinlich. Okay, da läuft direkt hinterm Tor mal so ein fetter. Ein fetter Spacken. Wer rennt hier? Irgendeiner ist aggro. Wieso ist der aggro geworden? Ich war noch nicht mal laut. Ich hatte dich gesehen. Mache ich jetzt? Er ist halt unter uns jetzt, ne? Soll ich Feuer hinwerfen? Das ist zu laut, das ist zu laut. Echt? Ich sehe ihn halt nicht. Aber. Das Problem ist direkt nebendran. Sollen wir zum Ausgang gehen? Und da campen, bis die kommen? Können wir auch machen. Müssen wir uns aber jetzt beeilen, weil die werden gleich losrennen. Dann let's go. Die haben 100%. Die Richtung. Dann ist der aber gleich direkt hinter uns her, ne? Ah, die sind genau am Ausgang. Die sind quasi schon am Ausgang. Ja, das Problem ist auch, dass sie uns ja sehen. Nur 5 Sekunden lang, ja. Ah, ja. Ah, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und es zieht sich jetzt zu. Ja, die Hunde fangen direkt an zu bellen. Das tatsächlich mit dem Effekt. Aber wir können weiter zum Ausgang rennen. Und die Enten quaken wie verrückt. Alter! Geht's aber los. Oh Gott. Du weißt, dass du parallel mit denen rennst, glaube ich, gell? Könnte sein, dass sie hinter der Mauer da rumkommen gleich. Genau. Die müssen hier nach rechts. Achtung, Wurm. Die müssen halt, um an den Ausgang zu kommen, müssen die jetzt hier an uns vorbei. Ja, können aber auch hinten rumgehen. Könnten sie? Muss ich dich von hinten absichern. Achtung, stehst da gerade voll in der Schusslinie, wenn sie hier kommen, ne? Wo sind die Blitze? Die scheinen sich noch nicht bewegt zu haben. Oder die gehen an einen anderen Ausgang. Warte mal, da ist ja noch einer auf der anderen Seite. Jo, Frösche, nice. Fangen wir ein bisschen an zu quaken. Ich glaube, die gehen zum anderen Ausgang. Oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Oh,
Oh je. Was? Ich hoffe, der Kollege hier sieht mich jetzt nicht. Ich hoffe auch, dass der Kollege dich nicht sieht. Nee, die scheinen auch da zu sein. Oder? Die müssten direkt hinter der Mauer sein. Ja. Und kommen zu mir scheinbar. Das Klimpern? Das ist ein Gegner. Ist das sicher? Ja, weil ich sehe den. Also kein Spieler, sondern so ein NPC. Ah, was tun wir? Ja, warten kurz, du wolltest campen. Campen heißt, der länger Geduld hat, gewinnt. Ich meine eher von der Position her. Soll ich versuchen, die ein bisschen aufzuschrecken? Ist das dumm? Ich denke schon, weil die sehen genau, wo du bist. Boah, die Blitze werden immer heftiger. Die kommen, glaube ich, jetzt hier gleich um die Ecke. Ja, das... kannst du haben. Ich ändere kurz meine Position. Die schießen. Ja, wenn du hier bist, dann decke ich von... ich höre was rennen. Was machst du? Über uns, oh Gott. Können ja von über uns kommen. Die rennen zum anderen Ausgang. Über uns. Was heißt denn von über uns? Ja, über uns ist eine Mauer, da kann man entlang laufen. Die sind zum anderen Ausgang gerannt. Ja, ich sehe sie da hinten. Die werden verfolgt von Gegnern. Was für Gegner? Da, wo die Raben gerade waren, da sind sie. Von irgendeinem Dicken. Nicht. Oh, die haben aber wirklich viele am Arsch. Ja, ne? Ja, dann hopp. Wir sind wieder zurückgelaufen. Oh, oh Gott, okay, wir sind da. Sie werden gleich kommen. Ja, dann schmeißen wir doch einfach mal Mollys, oder? Die wissen ja, dass wir da sind. Die sind viel weiter hinten. Egal. guck mal, vielleicht hier... hinter den Haufen. Ich habe nicht mal gesehen, ich habe nur einen Schuss abbekommen. Sind im Haus, oder? Wahrscheinlich. Na, da wird's nochmal spannend hier. Weiß ich nicht, hast du mal E gedrückt? E? Ja. Achso, das. Ja, die sind hier halt genau, ne? Und so wie es plötzlich Gewitter abgeht. Hinter der Mauer, aber wollen wir uns mal hier von hier aus zur Mauer vorarbeiten? Ich weiß halt nicht, wie hoch die sind, ne? Wie hoch? Vielleicht gehen die gleich auf das Haus hoch oder so. Wenn, ja gut, wenn du direkt an der Mauer bist, kriegen sie dich auch vom Haus aus nicht. Aber die laufen jetzt hier nach rechts. Ja. Das heißt, wir stehen gleich voll in der Schusslinie. Warum brennt's hier? Weil ich einen Molly geschmissen habe. Ach, das brennt immer noch davon, okay. Wahrscheinlich. Ich denke, die werden zum Ausgang rennen wollen. Ja, die bewegen sich. Ziemlich schnell sogar. Ja, die werden jetzt die Gunst der Stunde nutzen.
Ich würde schätzen, die haben ihre Ding verloren. Ihre 5 Sekunden, die sie die ganze Zeit hatten. Oh nein, wir werden ausgebremst. Warum? Weil die Hunde sind. Jo, alles oh, der hat einen Helm gehabt! Okay, weiter geht's. Wird so schief gehen, oder? Ja, ich glaube, die sind zu weit weg. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ja, warte mal. Vielleicht werden die auch von irgendwas aufgehalten. Achtung, es bollert, ne? Ja, extrahiert. Ja, aber warum haben die denn so kurz vorher nochmal geschossen? Ich vermute mal, weil die ja jetzt einfach nur noch wegrennen wollten. Also entweder ist da nochmal ein anderes Team. Auch das ist ja immer eine Möglichkeit. Das glaube ich eher. Und ich glaube, die campen jetzt da. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Ausgang suchen. Hier wird ein anderen raus, oder? Ja. Oder, weil die ja die ganze Zeit weggerannt sind, sind denen mittlerweile so viele Gegner hinterhergerannt. Also so NPCs, dass sie die auch erstmal aufhalten mussten. Ja, aber das waren ja 3 Sekunden, bevor die quasi extrahiert haben. Extra also, XP? Die Gegner hätten die ja schon vorher. Achso. Ne? Haben wir das letzte Mal auch gemacht. Wie lange brauchen wir denn zum anderen Ausgang? Ah, nicht weit. Wir sind jetzt fast dort. Gerne unterwegs noch ein paar Gegner killen. Wenn sich denn die Möglichkeit erbietet. Naja. Ups. Okay. Um schön noch dem anderen Team zu zeigen, uns gibt auch noch. Greift uns an. Sind die einfach weggelaufen von uns? Finde ich irgendwie rotzfrech. Ich finde, die hätten sie ja schießen lassen müssen. So faires Spiel und so, weißt du? Hm. Oh. Ah, kommt nix, okay. Doch. Doch. Alter. Lebst noch? Ja. Ah, ja, der lebt immer noch. Oh. Wo ist denn das jetzt? Ja. Hier drüben direkt. Und zwar. Ah ja, da. Oder? Hier müsste irgendwo sein. Ja. Geh noch weg. Alles draufgeballert, was man hat. Wenigstens XP. Ja. Super spannend.